als irgendwie der Mensch auf uns zukam und meinte so, okay, ihr spielt jetzt eine Europa-Tour nächstes Jahr. Da dachte ich erstmal, das ist der Hammer. Das Klima ist hier so geil, so die Leute verstehen sich gut, der Rhythmus stimmt, jeder hat irgendwie seine Aufgabe und jeder ist auch glücklich damit und das ruft so. Ich muss sagen, wir haben eine geile Zeit und die Tour hat irgendwie schön angefangen und wir hatten ganz, ganz tolle Konzerte bis jetzt. Noch keine Riesenpanne bis jetzt gehabt so. Bill hat einmal ein bisschen die Tage vertauscht und Tom ist einmal die Gitarre ausgefallen, aber sonst war alles super. Wenn ich da stehe und ich weiß, ich muss gleich hoch, dann ist es meistens so, dass ich eigentlich nochmal den Text durchgehen will, aber mir fällt komplett gar nichts mehr ein. Also was man auf keinen Fall machen darf, ist 10 Sekunden vor der Show auf keinen Fall nochmal drüber nachdenken, was man spielen muss. Ich darf das auch nicht. Ich darf nicht nochmal den Text durchgehen, weil dann wäre ich total nervös und bringe alles durcheinander. Ich als Gitarrist halt natürlich alles zusammen. So, ne? Das ist funktioniert von daher ganz gut. Man fühlt sich hier zu Hause, man hat viel Spaß und ich glaube, das ist das Wichtigste auf der Tour und darum bin ich sehr glücklich. Die Konzerte waren sensationell. Nix auf der Reihe, nix. Der Sänger ist wie immer fertig, ist ja klar. Roger! Also angefangen hat es in Prag, das weiß ich. Dann war mal Oslo, war Bratislava, Warschau. Scheiße. Prag, Wien, Kempten, Budapest, Zürich, Paris. Nancy war, glaube ich. Was kam danach? Warte, ich hab's gleich. Stuttgart, München, Nürnberg, Berlin, Leipzig. Wie man sieht, wird jetzt hier abgebaut. Wir haben ja hier geprobt die letzten Tage. Und jetzt ist es soweit. Morgen geht's los. Morgen spielen wir erste Show. In Prag. Nee, wir sind echt tierisch nervös alle. Aber guck mal, die Bühne sieht ja echt geil aus, ne? Ja! Klar! Durch diese ganzen Eindrücke kommt man einfach auf total viele Ideen. Das ist irgendwie eine ganz inspirierende und auch, glaube ich, auch sehr kreative Zeit. Wir haben heute in Warschau, ich habe extrem scheiße gepennt. Ich bleib bis 4:30 wach, unfassbar. Ich konnte nicht einpennen. Manchmal macht man sich einfach so viel Gedanken, dann zwingt man sich einzuschlafen und dann geht's gar nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und dann war man so heiß und dann geht das Fenster nicht auf und dann muss ich die Klimaanlage anmachen, dann hatte ich Halsschmerzen und ey, zum Kotzen. Das ist aber auch eine Mimose. Einfach so zum Kotzen, ey. Der Bus ist total geil. Wir haben auch noch große Betten drin mit Fernseher und so weiter, DVD-Player. Wir haben über 200 DVDs an Bord. Ich bin da echt zufrieden mit und ich finde, das ist echt ein schöner Bus und wir haben irgendwie hier eine schöne Zeit zusammen. Das Problem ist halt, es ist sehr eng. Ja? Also ich habe mich heute auch schon mit ein paar Leuten gestritten so und ich habe auch schon irgendwie mit der Band mich so ein bisschen gestritten. So. Das passiert auch. Jeder kann irgendwie zur Not immer in sein Bett gehen, den Vorhang zumachen und dann wissen auch alle so, den lasse ich jetzt mal in Ruhe. Georg duscht, Gustav auch ab und zu. Und von daher geht das. Also wir gehen uns noch nicht so auf den Sack. Also Leute, wir sind hier backstage. Es sind noch 35 Minuten. Ihr merkt schon, ich kann lachen, wenn ich das sage. Und die hier sind total gechillt. Die machen sich überhaupt keinen Plan alle. Ich bin so eine Mischung aus aufgeregt und müde. Bist du so? Oh. Wenn dieser Tag der
Also zu einer Routine ist es noch nicht geworden. Es ist halt jedes Mal eine andere Halle. Man spielt zwar die gleiche Setlist, aber es ist halt immer so, dass man halt so eine bestimmte Verbindung immer aufbauen muss zur Halle. Muss man ja echt wissen, wo kann man zu welchem Song wo stehen, weil nicht mal, dass man da mal so ein Blech irgendwie auf den Kopf kriegt. Ja, ich war am besten heute. Und lieber auch Töne? Ich war am besten. Es gab gerade Platin und Gold auf das neue Album Gold, aufs alte Platin. Also die Fans singen halt komplett irgendwie das ganze Album mit. Ich kann es mir echt schwer vorstellen, aber man sieht das. Wir kommen aus dem Hotel raus und die sprechen Deutsch mit uns. Also die haben so einen süßen Akzent dann noch dabei, aber die können das. Also Bill ist ja der Sänger, ne? Und da prahlt er auch immer mit rum, er ist ja der Frontmann und so weiter. Und da haben wir natürlich auch gesagt, okay, alles klar, du bist der Frontmann, du musst dann was sagen auf Ungarisch. Ne? Je parle un petit français. Attention, je m'appelle Bill. Ich finde das immer ganz, ganz freundlich, wenn man in ein anderes Land kommt und man kann dann irgendwie ein paar Sätze oder ein paar Wörter wenigstens in der Sprache sagen. Von daher hat er sich da immer so ein bisschen was angeeignet. Also Polnisch, was war das nochmal? Ahoi, Warszawa war das, genau. Ich bin auf natürlich Französisch, wie gesagt, da kann ich den anderen immer noch ein bisschen was beibringen. Es ist total viel passiert und wir waren in so viel Ländern und... Aber es kommt mir vor, als wenn wir gerade erst angefangen haben.